Hallo ihr Lieben, heute wieder ein super leckeres veganes Rezept für euch. Und zwar machen wir heute einen sommerlichen Cocktail mit Alkohol. Und zwar einen Lillet d'Amour. Dafür benötigen wir zuallererst Lillet Blanc, und zwar 50 ml, also weißen Lillet. Dann geht es weiter mit 50 ml Cranberry Saft. Einen Teelöffel Zitronensaft, das könnt ihr so machen wie ich, aus einer frischen Zitrone auspressen. Oder ihr könnt natürlich auch in den Gläsern, gibt es ja auch schon Zitronensaft zu kaufen. Auf jeden Fall einen Teelöffel. Dann 2 bis 3 Minzblätter. Ich habe jetzt 2 große Minzblätter, deswegen verwende ich 2. Wenn ihr kleinere habt, könnt ihr auch 3 so kleine verwenden. Dann Mineralwasser mit Kohlensäure. Ich habe Medium. Ja, da könnt ihr so viel aufgießen am Ende, wie ihr mögt. Ich zeige es euch. Ich mache das so schluckweise. Müsst ihr für euch entscheiden, wie viel Alkoholgehalt ihr da noch drin haben möchtet. Soll halt eine gute Mischung sein. Dann einen Esslöffel Beerenmischung. Da könnt ihr frische Beeren nehmen, also Blaubeeren, Himbeeren, Brombeeren, Erdbeeren. Oder auch Tiefkühl. Es gibt ja so eine Tiefkühlmischung schon, also eine Beerenmischung. Die habe ich jetzt leider nicht da. Ich habe nur Tiefkühl-Himbeeren, deswegen werde ich einen Esslöffel tiefgekühlte Himbeeren verwenden. Für das originale Rezept wäre es natürlich sehr passend, wenn ihr die Tiefkühl-Beerenmischung da habt. Mit, wie schon gesagt, Blaubeer, Himbeer, Brombeer und Erdbeeren. Ich habe aber noch frische Blaubeeren und werde dann einfach zu den Himbeeren auch noch ein paar Blaubeeren dazugeben. Ja, und natürlich tiefgekühlt wäre es besser, dann hat das Ganze noch mal eine Kühlung. Zudem habe ich, ihr könnt noch Eiswürfel verwenden am Ende. Meine Getränke habe ich jetzt schon richtig gut gekühlt, also das Wasser, den Saft, den Lillet. Deswegen verwende ich jetzt keine Eiswürfel zusätzlich. Könnt ihr machen, wenn ihr es nicht gekühlt habt oder so, natürlich auch sehr gerne. Genau, ja, und dann würde ich sagen, geht es los. Ist ein super schnelles Rezept, nichts groß dabei daran zu machen. Und ja, ich würde sagen, ich zeige es euch mal. Dann kann es auch schon losgehen. Das Getränk geht wirklich super schnell, der Cocktail. Ich habe jetzt hier ein Weißweinglas. Ihr könnt auch jedes andere Glas verwenden. Auf jeden Fall habe ich meine Waage auf Milliliter gestellt. Da gebe ich jetzt zuallererst Cranberry Saft, gut schütteln. Da gebe ich zuallererst 50 ml. Ich hatte ihn gerade schon geschüttelt. Da gebe ich 50 ml Cranberry Saft rein. So. Dann 50 ml Lillet Blanc, also weißen Lillet. Gut, 54 ist auch in Ordnung. Als nächstes kommt ein Teelöffel. Ich nehme einen flachen Teelöffel, frischer Zitronensaft dazu oder ihr nehmt Zitronensaft aus dem Glas. Dann einen Esslöffel von der Tiefkühlbeerenmischung. Also ich würde euch Tiefkühlbeerenmischung empfehlen und nicht frisch. Das kühlt nämlich dann nochmal extra. Und ja, wie gesagt, ich habe jetzt nur Himbeeren, deswegen gebe ich jetzt Himbeeren rein. Ansonsten habt ihr jetzt verschiedene Beeren hier drin aus der Tiefkühlbeerenmischung. Ich gebe gleich noch so 2 Blaubeeren rein. Und das war es schon fast. Jetzt können wir das Ganze nur noch mit dem Mineralwasser. Da gebe ich so 2 Schlücke rein oder 3 Schlücke. Ihr könnt auch erstmal nur einen Schluck reingeben und dann kurz probieren, ob es für euch schon so passt. Wie gesagt, je mehr Wasser, desto weniger Alkoholgehalt natürlich. Das mischt sich ja dann. 50 ml Lillet auf 50 ml Cranberry Saft ist ja schon halb und halb. Und wenn man dann noch Wasser dazu gibt, oder ihr könnt natürlich noch Eiswürfel reingeben, dann wird es natürlich noch wasseriger. Also erstmal nur 1-2 Schlücke Mineralwasser mit Kohlensäure reingeben. Am besten dann ganz kurz probieren. Und notfalls könnt ihr natürlich noch mehr machen. Oder wenn ihr mehr reinhaben wollt, gebt ihr eben mehr dazu. So, und dann einfach nur noch 1, 2 oder 3 Blättchen von der Minze schön zur Deko dazu. Und wo habe ich meine Strohhalme? Hier. Und noch einen Strohhalm. Ja, ihr Lieben, mein Lillet d'Amour ist fertig. Also ihr habt gesehen, es ist super schnell zubereitet. Meine Minzblätter versinken hier leider. Ich gebe gleich noch 2, 3 Blaubeeren aus dem Kühlschrank dazu. Und ja, also die Menge reicht jetzt für ein Weißweinglas. Ihr seht ja, wie voll gefüllt das jetzt ist. Und ja, wenn ihr eine größere Menge machen möchtet, könnt ihr auch ein Cocktailglas oder ein Rotweinglas nehmen. Und dann mischt ihr einfach die Sachen doppelt oder dreifach zusammen. Also einfach die doppelte oder dreifache Menge nehmen für ein Rotweinglas. Dann habt ihr da mehr drinnen. Und mit dem Mineralwasser könnt ihr variieren, wie
wässrig oder wie viel Wasser ihr drin haben möchtet. Und genauso mit den Eiswürfeln. Da jetzt die, ich würde euch die Tiefkühlfrüchte natürlich empfehlen, vor allem dann die Beerenmischung. Und nachdem die schon tiefgekühlt sind, sind es ja quasi wie Eiswürfel, ne? Ja, deswegen, ich würde mich sehr, sehr freuen und schreibt mir gerne in die Kommentare, ob ihr noch weitere Sommercocktailrezepte sehen wollt. Egal, ob jetzt im Allgemeinen Sommercocktailrezepte oder mit Lillet. Da habe ich auch noch so ein paar auf Vorrat, wenn ihr sie sehen wollt. Also schreibt es mir sehr gerne in die Kommentare. Über ein Abo würde ich mich natürlich sehr freuen. Deswegen lasst mir gerne eins da und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Bis dahin.